Also, raus hier. Nein, nicht so raus. Anders raus. Nein, 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 nicht schon wieder. Ich will immer WASD benutzen zum Scrollen, aber das klappt so nicht. Da lang. Da raus. Genau. Also, erstmal Umgebung abklappern. Was es hier so gibt. Danach Hub. Da umgucken und dann eventuell zu den Raiders und Zwischenfall. Ah, Raider. Genau. Nicht mit dem Geigerzähler, sondern so. Wobei, du hast nicht auf mich geschossen, also hast du eine Nahkampfwaffe? Ja, dann schieß mal auf irgendjemand anderen, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er eine Waffe hat. Du. Hoffen wir, du hast eine Waffe. Okay. Er hat eine Waffe, aber nur eine Pistole. Du hast ein Messer, das ist okay. Du hast auch ein Messer. Ja, die beiden als nächstes. Blut und Dunkelheit. Für den auf jeden Fall. Nom, nom, nom. Ja. So, jetzt haben wir noch den Nahkampf, Leute. Das heißt, er sticht gerade im rostigen Messer auf unsere Kampfrüstung. Was recht putzig ist. Aber die werden nichts allzu Wertvolles dabei haben. Wenn sie nur Pistolen hatten, es werden wahrscheinlich 9 mm Pistolen sein. Aber ich soll's. Na, oh, Arztkoffer. Ich habe nichts gesagt. Kommt mit. Nee, hatten wir schon. Du. Du hattest ein Gewehr und wolltest mich verprügeln? Ich hatte beide Gewehre und wollte mich verprügeln. Ja, okay. Hat sich doch sogar ziemlich gelohnt. Wird wahrscheinlich eher gleich ein Problem haben mit dem Platz. Ja, noch geht's. Ja, noch geht's. Okay. Dann sollte ich vielleicht direkt zum Hub gehen, die Sachen da jetzt verkaufen und dann. Mach mal so einen breiten Bogen. Genau. Ist hier auch nicht so weit weg. Das hier war schon der Hub. Jo, Hub. Ab nach Downtown Sachen verkaufen. Downtown. Na, 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 na. Da lang. Da lang. Zur Bibliothekarinsfrau. Was für Bücher hast du? Und ja, bei Best kriegen wir Prozente. Aber sie wird kaum noch Deckel haben. Deswegen verkaufe ich jetzt einen Teil hier direkt für Bücher. Zum Beispiel die Überlebensbücher, damit wir nicht so oft überfallen werden. Zack. Wie teuer sind alle? 5.000. Okay. Dann hätte ich gerne noch einen davon. Zwei davon. Oh, das klingt gut. Haben wir also was schon zu lesen, wenn es dunkel wird. Jetzt tagsüber würde ich ja ganz gerne noch weiter shoppen und diesen Gang suchen. Hallo du? Ja, ich möchte etwas kaufen. 15% Rabatt. Hast du noch Deckel jetzt? Sonst kann ich mir das sparen. Ja, hast du. 1000. Ja, sonst nehmen wir noch ein bisschen Munition oben drauf. Wobei wir so viel da ja gar nicht brauchen. 1600, also alles und alles und so eine Schachtel von denen da. Ja, das schaut doch gut aus. Bieten, reden. Danke. So, was hatten wir hier? Wir hatten die Polizei, wir haben Iguana Bob, den wir noch machen müssen. Wir haben den Bauern nicht mehr da unten. Wir haben den mit der horrenden Miete. Wir haben den Maltese Falcon, wo die dubiosen Leute waren. Und Crimson Caravan. Also der Keller war nicht hier. Ich glaube, der war in dem verkommenen Teil der Stadt. Geh mal da lang. Fargo Traders? Nein, hier war Butch. Für den hatten wir schon eine Deathclaw erledigt, ja. Da. Hier, oder? Geh mal da rein, das kommt dir bekannt vor. Nein. Okay.
irgendwo Harold? Ja, hier war Harold. Der Mond ist aufgegangen. Sehr komische Leute hier unterwegs. Sehr komische Leute. Ha, ich war mir zumindest relativ sicher, dass das Ding hier im verruchten Teil war. Hier war noch eine Herberge. Hier war der Waffenhändler. Da war der Drogenhändler. Hier vielleicht? Aha. Dann nimm mal den Geigerzähler da raus. So. Ja, okay. Problem, die Tür war abgesperrt. Ja, wir verschaffen uns mal Eintritt. Mit unserem Skill von 32%. Achso, und wir sehen die Tür nicht. Dann konnte man irgendwie das einstellen, aber ich weiß gerade nicht wie. Also öffne Tür. Da kannst du nicht hin, weil ich in dem Weg stand. Das ist richtig. Öffne Tür. Kannst das Schloss nicht aufbrechen. Mal. Alternativ könnte ich jetzt auf das Schloss schießen. Aber ich denke, das wird die Leute, die dahinter sind, irgendwie auf uns aufmerksam machen. Wenn ich jetzt allerdings zu oft das Ganze nicht schaffe, wird Albert das Schloss verhunzen. Und wir gar nicht reinkommen. Aber wir haben Glück gehabt. Hallo. Oh. Au. Hund, nicht vorlaufen. Such nach Fallen. Geht nicht. Stopp. Ihr beide, kommt mal mit. Also wir sollen wohl anscheinend nicht hier weiter vorrücken. Aber da Albert gerade mitten in der Explosion stand und trotz seiner Rüstung das unbeschadet überlebt hat, ist er recht zuversichtlich, dass wer auch immer hier drin ist, er ihn einschüchtern kann. Würde ganz gerne, dass du hier stehen bleibst. Aber wenn ich jetzt sage, du kannst jetzt gehen, dann ist er, hört sich eher so an, als wenn er ganz weggehen würde. Wir machen das anders. Wir sagen bye. Und wir laufen jetzt einfach Richtung Tür. Dann laufen wir auf jeden Fall vor. Und keiner von denen löst eine Fahrt aus. Gut. Gut, 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 gut. Ist die andere Tür offen? Nein. Okay, geh jetzt von Tür zu Tür und versuche mal reinzuknacken. Oh. Oder so. Und Albert ist tierisch gespannt, was jetzt hier hinter ist. An den ganzen Fallen und was auch immer. Da kam sogar eine Warnung. Wie schaut es lebenspunktstechnisch aus? Nur 5 Schaden genommen. Okay. Bist du auch noch abgeschlossen? Yep. Na, du wirst richtig gut da drin, Albert. Was die Jungs aus dem Vault wohl dazu sagen würden, wie gut du jetzt schon Schlösser knacken kannst. Hallo? Was willst du? Erzähl mir was über den Thief Circle, davon wissen wir noch gar nichts. Hallo? Hallo? Was? Okay, was mit dir? Willkommen im Circle of Thieves. Spiel deine Karten richtig und du bist dabei. Das war eine Prüfung. Schlösser knacken und Fallen entschärfen oder durchlaufen. Wir haben es wohl geschafft. Was mit dir? Wir sprechen nicht mit Leuten von draußen. Okay, wir sollten dann wohl irgendwie reinkommen in den Zirkel. Könntest du dafür Gute sorgen? Gute Arbeit, so durch die Wachen zu brechen, Kumpel. Ich bin beeindruckt. Sag, wie du heißt. Du redest recht eigenartig, mein Freund. Nein, erstmal stellen wir uns schön höflich vor. Ich heiße Albert. Sehr erfreut, dich kennenzulernen. Vorerst. Aber lassen wir erst die Höflichkeitsfloskeln, oder? Was in drei Teufelsnamen tust du hier? Da waren so abgeschlossene Türen und ziemlich viele Fallen, also dachte ich, hier wäre was zu holen. Und ihr seid wohl Diebe. Was ja passt. Ich würde gerne euch beitreten. Oh, wie schön. Ein Anhänger. Du hast genug gearbeitet, um mal gucken zu dürfen. Doch wenn du beitreten willst, dann musst du den zweiten Test bestehen, ja? Was war denn der erste Test? Ja, das wären die Türen und die Fallen gewesen sein. Was wäre der zweite Test? Ganz einfach, ehrlich. Du versuchst dich als Dieb, schaffst du's, ist die Welt dein. Wenn nicht, siehst du uns nie wieder. Außer du suchst uns. Und falls du's nicht verstehst, das ist eine Drohung.
Okay, wir sollen irgendwas stehlen. Ich hoffe, wir müssen es nicht auf subtile Art und Weise stehlen, weil das hat Albert absolut nicht drauf. Sich von Sprengfallen in die Luft jagen und Menschen töten, ist okay. Okay, Menschen töten sollte man vielleicht nicht so laut sagen, aber das kriegt Albert hin. Aber jemanden wirklich zu bestehlen, ohne dass er es mitbekommt, das könnte haarig werden. Was müsste ich tun? Es ist so, so einfach. In den Heights findest du Darren Hightowers Haus. Bereit und reif zum Pflücken. Sei bereit fürs Leben. Nimm die Herausforderung an. Hörst dich an wie so ein Motivational Speaker, die andauernd Leute abzocken. Du hast die Kraft. Chaka. Ich bin So bereit. ist's recht, Kumpel. Sprich nur mit Jasmine im Zimmer nebenan. Sie gibt dir Infos, eine Karte und ein paar Leckerbissen für unterwegs. Doch vergiss nicht, solltest du vorhaben, zu den Bullen zu gehen, sind wir verschwunden, bevor sie hier sind. Genug Trübsal. Wiedersehen und ciao, ciao. Ciao, ciao. Er ist lustig, der Kerl. Okay, Jasmine. Wer von euch ist Jasmine? Du wohl nicht? Da er in Lederkluft rumläuft, du auch? Aha. Erzähl mir was über Loxley. Er ist der Chef, mehr interessiert nicht. Thief denn? Wenn du Glück hast, bist du dabei. Decker? Über Decker wirst du von uns nichts erfahren. Schade, es wäre interessant zu wissen, ob der für die hier arbeitet oder Feind ist und dergleichen. Hallo, hallo. Das war nicht Jasmine? Ah. Willkommen im Circle of Thieves. Ich heiße Jasmine. Ich soll dir helfen, in Darrens Hightower Besitz einzudringen. Der Besitz befindet sich in den Heights. Mindestens zwei Wächter haben jeweils Dienst. Die Halskette ist wahrscheinlich in einer Geldkassette. Er hat nicht gesagt, dass wir eine Halskette stehlen sollen, oder? Er hat nur gesagt, wir sollen da hingehen und pflücken. Okay. An einer Geldkassette, an der sich häufig kleine Fallen befinden. Gib also acht. Hier hast du ein paar Dietriche und Lampen. Oh, stimmt, wir haben das ohne Dietriche gemacht. Also quasi mit bloßen Fingern im Schloss rumgepult. Du musst sehr dünne Finger haben mit Widerhaken und so. Ja, also Dietriche sind schon mal sehr gut. Lampen, damit dein Auftrag ein bisschen einfacher wird. Und noch eine Flasche Nuka-Cola. Ja. Versuch, Mr. Hightower nicht umzubringen. Ah, oh, puh. Er ist einer unserer Lieblingsleute. Alles kapiert? Nicht umbringen kann ich nicht versprechen. Diese Art gefällt mir nicht, aber naja, niemand ist willkommen. Also im Notfall dürfen wir ihn wohl töten. Das entnehme ich mal ihrem Satz. Wobei wir uns darauf nicht so wirklich verlassen können in letzter Zeit, auf die Sätze. Aber gut. Okay. Wir hätten gerne Dietriche. Ja, machen das Ganze einfacher. Schön. Dann lesen wir mal dich, lesen wir mal dich, lesen wir mal dich und dich und dich und dich und dich und Nuka-Cola. Warm und abgestanden. Yummy. Okay, raus hier. Ja, in den Heights. Das war im Westen der Stadt, glaube ich. Haben wir vorher noch hier irgendwas zu erledigen? Hallo? Hallo? Tut mir nicht weh. Ja, hatten wir nicht unbedingt vor. Hier ist noch eine abgeschlossene Tür. War aber nichts Besonderes drin. Also kaputte Matratzen. Was ist das? Dieses Bett ist ziemlich heruntergekommen. Irgendetwas muss in die Matratzenritzen gekrochen und dort verendet sein. Yummy. Geh raus. Ja, also wir gehen einfach mal hin. Wir versuchen, sympathisch wie wir sind, wenn wir es denn sein wollen, mit der Wache zu reden, ob wir nicht vielleicht einfach reinkommen können in das Haus. Mit Dietrich in der Hand. In der Kampfrüstung, begleitet von Muskelieren und einem Kampfhund. Versuch es es wert. Ja, Albert geht positiv an die Dinge ran. Er kann auch ein ganzes Nest von Deathclaws auslöschen. Die Welt ist sein. Chaka, war das hier überhaupt richtig zu den Heights? Gucken wir mal.
Das schaut gut aus.